Bombenfund überschattet das weihnachtliche Treiben in der Spitzenstadt. Der Fund einer Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten in der Plauener Innenstadt erforderte am Donnerstag eine teilweise Evakuierung. Auch der Plauener Weihnachtsmarkt befand sich im Evakuierungsradius. Mehr dazu jetzt bei uns. VTV, das Nachrichtenmagazin im Vogtland. Das Weihnachtsgeschäft der Händler in der Innenstadt sowie auf dem Weihnachtsmarkt fand am Donnerstagnachmittag ein vorzeitiges Ende. Im Dörfelgebiet wurde bei Bauarbeiten eine Bombe gefunden, was einen logistischen Krafttakt zur Folge hatte. In einem 500 Meter Radius um die Fundstelle wurden alle Menschen evakuiert. Auch der größte Weihnachtsmarkt im Vogtland musste gegen 16 Uhr komplett geschlossen werden. Rund 4.300 Betroffene kamen entweder bei Freunden und Verwandten unter oder in der Festhalle, die kurzum als Notunterkunft umfunktioniert wurde, unter. Gegen 22 Uhr startete der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit der Entschärfung der 75 Kilo Bombe. Gegen 22.40 Uhr meldete der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine geglückte Entschärfung und gab grünes Licht zur Rückkehr der Menschen in ihre Wohnungen und Aufhebung aller Verkehrseinschränkungen. Real jetzt Herzen, kommentieren oder teilen. Mehr Nachrichten auf vogtland-tv.de.